Es sind 7000 Seiten, auf denen beschrieben wird, wie das Weiße Haus 30 Jahre lang über den Vietnamkrieg gelogen hat. Und was jetzt? Sie wollen Regierungsgeheimnisse verraten. Ist das legal? Womit glaubst du, verdienen wir hier unsere Brötchen? Wir könnten alle ins Gefängnis kommen. Wenn es einen Weg gibt, eine Zeitung zu vernichten, dann findet er ihn. Ich bitte dich um Rat, nicht um Erlaubnis. Das werden Sie tun, Mrs. Graham. Für sowas würde jeder seine Großmutter verkaufen.